hoffe, er wird nicht frittiert. Es ist grün, mach doch auf. Gott. Wer baut solche Anlagen? Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Das war wirklich reizend. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Aber im Ernst, mach's gut. Meine Form. Das ist nicht gut. Tja, wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Oh. Hallo? Ich muss auch machen. Ich hasse dich so sehr. Warnung, zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam, ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Mach ich. Kerntransfer? Du machst wohl Witze. Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern, bereit für den Transfervorgang? Jawoll! Beschädigter Kern, bereit für den Transfervorgang? Nein! Oh ja! Nein! Pakt entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja! Hol mich raus! Ausland-Pakt-Mitarbeiter ist vor Ort, um die Pakt-Auflösungstaste zu drücken. Hol mich raus! Lass mich drücken! Lass mich drücken! Hey, was denn nun? Tu es nicht. Ja, los, mach es! Drück nicht den Knopf. Welcher Knopf? Nicht, was du tust. Oh, der beleuchtete Knopf. Nicht so schnell. Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt dazu. Stimmt, du hast keine Berechtigung. Was ist das? Ich bin mit einem Finger. Und damit drückst du den Knopf. Dann kann sie uns nicht töten. Macht sie aber gut. Täuscht Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen, die ich erstelle. Gelöst. Zurück zur Transferstation. Warte, und wenn das wehtut? Wenn das richtig wehtut? Oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, glaube mir, das wird es. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Wie schmerzhaft genau wird es? Hände weg von mir. Nein, stopp, nein! Ach, da bist du. Schau dir das an, nicht schlecht, was? Ja, lass mich doch raus. Gewaltig. Bin ich nicht furchteinflößend? Oh, ja, der Fahrstuhl. Den rufe ich jetzt. Fahrstuhl, komm. Wie klein du doch aussiehst da unten. Ich kann dich kaum erkennen. Ich habe immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und man, ist das cool. Hast du das gesehen? Ich bin ein verdammtes Genie! You are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann's abrufen. Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht. Unfassbar, wie klein du bist. Aber ich bin riesig. sag mal... Warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Nee, lass mich doch auch mal. Das. Der winzig kleine Weekly hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Ach echt, das glaubt ihr zwei also?
Dann muss ich wohl was unternehmen. Was tust du da? Nein, nein, nein! Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Du kommandierst mich nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Wer ist der Boss, hä? Das bin ich. Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin. Entschuldige, was? Die Techniker wollten unbedingt, dass ich mich benehme, langsamer werde. Einmal haben sie mir sogar einen Intelligenzdämpfer eingesetzt. Er hat sich wie ein Tumor an meinem Kern festgesetzt und einen Endlosstrang dummer Ideen erzeugt. Nein, ich höre gar nicht zu. Es war deine Stimme. Nein, nein, du lügst, du lügst. Du bist der Tumor. Du bist kein normaler Schwachkopf. Du wurdest so konzipiert. Ich bin kein Schwachkopf. Ja, du. Du bist der Schwachkopf, der mich zum Idioten machen sollte. Na, was sagst du jetzt? Wer ist hier der Schwachkopf? Könnte ein Schwachkopf dich in diese Grube treten? Könnte ein Schwachkopf das? Vermutlich. Ciao. Wäre auch mies, wenn Portal 2 auch so kurz gewesen wäre. Also noch kürzer. Na gut, ich habe diesmal an keinem Rätsel so lange gehangen. Hallo. Na, wie läuft's? Ich bin eine Kartoffel. Wo bist du überhaupt? Ach da. Hi. Gut, mein Scheinapplausprozessor hat überlebt. Den haben wir also. Da wir scheinbar nicht weiterkommen, das heißt, wir kommen weiter. Mit entsetzlicher Geschwindigkeit, aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier einige Fakten. Er ist kein gewöhnlicher Schwachkopf, sondern das Ergebnis der Arbeit der besten Denker einer ganzen Generation mit dem Ziel, den größten Schwachkopf aller Zeiten zu entwickeln. Und du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Ja, dann sag mir das doch vorher, du Deppin. Gut, geht noch. Nur für den Fall, dass dieses Loch doch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben? Was? Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Ja, dann haben wir doch sonst Mashed Potatoes. Warum sind die Kartoffeln überhaupt noch gut? Oh, aua. Jetzt steht wieder epischer Science da. Pommes, hallo. Schön, dass du so spät noch reinschaust. Einen wunderschönen Montag. Wo ist die Kartoffel hin? Achso, der. Ich habe in den Chat geguckt, wahrscheinlich hat der Vogel sie mitgenommen. So, wir sind die ganze Zeit nach unten gefahren. Dann kam Weekly, wir sind wieder nach oben gefahren, hat uns wieder nach unten geprügelt und jetzt sind wir ganz unten. Wie oft soll das noch passieren? Der Vogel macht nun Pommes. Ja, er hat ihn quasi beschworen. Oh, da geht's weiter. Sehr beklemmende Musik hier. Dafür, dass hier eigentlich nur ein Fahrstuhlkabine runtergeflogen ist, sieht's hier ganz schön schlimm aus. Schau mal rein, muss ja nicht arbeiten morgen, ab 2 Wochen Urlaub. Ja, herzlichen Glückwunsch. Der Falli hat auch einen Kurzurlaub. Sagt er zumindest. Ich muss leider morgen raus. Ich weiß gar nicht, warum ich ständig so lange wach bin. Ja, 5 Stunden Schlaf müssen reichen. Darf ich hier jetzt...
hier rumbalancieren. Ich versuch's einfach. Sieht ja aus wie ein Weg. Ich glaube, ich werde nicht mehr in den Genuss kommen, hier Türen öffnen zu dürfen, wa? Keep out? Warum soll ich denn out keepen? Ich finde keine passende Tür, glaube ich. Moment, ich bin mir unsicher, von wo ich komme. Ich würde sagen, von hier. Habe ich was davon, hier lang zu gehen? Nee. Oh, da. Muss man auch erstmal finden. Was habe ich damit jetzt gewonnen? Ach, ich bin jetzt einmal um die Barrikade durch. Ich verstehe. Also immer dahin, wo Do Not Enter steht. Warum auch immer jemand solche Schilder hier aufstellt. Also das, hier sollten doch eigentlich nur Mitarbeiter hin. In der Regel, und die sollten ja wissen, dass man hier nicht hin soll. Wir müssen erstmal schauen, wo der Vogel die Fritteuse versteckt hat, ja, auf jeden Fall. Bestätige ich so. Und umso mehr ihr über Kuchen und Fritteusen redet, umso mehr Hunger kriege ich. Ich glaube, ich werde die Fritteuse am Ende selber benutzen. Bratpfanne mit Schnitzel. Ich glaube, Bratpfanne ist nicht so lecker. Und jetzt muss ich mich an andere Wände gewöhnen, glaube ich. Moment. Ach so, es gibt mehrere Knöpfe. Gut, dann hier nochmal rauf. Und einmal anmachen. Aufmachen, woher. Oh Gott, das fährt nach unten. Nee, doch nicht. Bin gespannt, wie sich Freddy bei diesem neuen Abschnitt anstellt. Oh Gott, was? Du lenkst du mich schon wieder rein. Du kennst dich aber auch bei allem von Valve aus, oder? Bei Half-Life 1 musstest du genau das... Na gut, das Sprenglevel ist wahrscheinlich ein bisschen ikonischer. Das bleibt im Gedächtnis, aber sowas hier? Richtiger Valve-Crack bist du. Du hast meinen Respekt. Echt riesig. Wie tief wir eigentlich auch vorhin gefallen sind. Diese Anlage ist unnormal. Wo baut man sowas? Wie verschleiert man sowas? Wie kann keiner wissen, dass ich hier bin? Ja, bleibt auch in Erinnerung. Sieht der komplett anders aus als Portal 1 und der Anfang von Portal 2. Ja, stimmt schon. Aber dass du ja weißt, dass es hier scheinbar, dass ich scheinbar hier Probleme bekomme, ist ja auch schon bezeichnend. Und ich weiß ja schon nicht mal, wie ich hier weiterkomme. Komm, da hängt einfach ein scheiß Schild. Also die Leuchtbuchstaben von Aperture Science. Ich brauche Hintergrundwissen. In Half-Life wurde einfach nur gesagt, ja, unsere Kollegen. Was für Kollegen? Ich glaube, ich muss einfach nur hier reingucken, oder? Und dann ist da eine Wand. Schön, dass ich immer Tutorial-Texte kriege. So langsam haben Videospiele, glaube ich, gedacht, dass Leute doof sind. Astronomen, Fixen, Olympiasieger.
hätte sein können. Wo will ich denn hin? Ich glaube, ich muss mich da durchschießen, oder? Wenn das da schon weggefallen ist. Einmal noch hier rum. Ich will mehr Lore zu diesem Game haben. Ich will mehr Lore zu allen Games haben. Ich will die Schnittstellen zu Half-Life haben. Bei uns werden täglich tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen können. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen ab. Er sieht ja richtig gruselig aus. Der Zuschuss geht für uns testen. Folgen bitte der blauen Linie auf dem Boden. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterin DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Das ist eine alte Mine. Ja gut, das kann man vielleicht ein bisschen verstehen. Ist das eine Kartoffel? Ich weiß nicht lesen. Nee, ich... Aber... Da steht Potato. Potato Science. Ja, nee, keine Ahnung, das kann ich nicht lesen. Nee, noch nicht Cam. Ich glaube, ich will nach oben. Ich habe das Gefühl, das wird bei dir noch so ein Running Gag wie ich bei Brom immer mit Backflips. Das habe ich ihn schon lange nicht mehr gefragt. Das muss ich mal wieder tun. Ich hatte noch nicht die passende Vorlage. Er muss mal wieder nach Vorschlägen fragen oder so. Okay, du hast gesagt, jetzt tue ich es. Mal sehen. Oh Gott. Am besten direkt in den Tod springen. Jeden Stream komme ich begrüße ich mit Cam. Du. Das sind alles Views. Gerne. Darf ich da einfach rüber? Nee. Muss ich mich ja wirklich rüber? Ja, ich muss mich auf jeden Fall rüber katapultieren. Aber hier unten ist keine Portalfläche. Ist hier irgendwo eine? Da ist eine. Ich bin hier falsch. Kann ich hier irgendwo runterspringen? Nee, ne? Ach, hier. Jetzt einmal. Hallo. Welt. Oh ja, ich habe eine Tür aufmachen. Das ist überraschend. Umstation Alpha. Ja. Alpha. Oh, Tür ging auf. Pumpe laut, das ist ja anstrengend. Ich will hier nicht arbeiten. Jetzt hat es auch so ein Half-Life. Ja, wegen den Pumpstationen. Ja, auf jeden Fall. Oder weil ich schon wieder den nächsten Eingang nicht finde. Nach unten ist natürlich auch eine Möglichkeit. Selbst wenn du eine Cam hast, sage ich hallo und frage, ob du nicht mit Cam hast. Ja du, dann werde ich irgendwann so eine... eine Third Person installieren, die man dann mit Kanalpunkten aktivieren kann oder so. Und dann kann man bei mir über die Schulter gucken. Es heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so bei Erwachsenen. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Ich finde super, dass in einer alten Audioaufnahme er das Aperture irgendwie
falsch ausspricht, obwohl es wahrscheinlich eher das richtige wäre, weil es seine Firma ist, aber ich weiß natürlich nicht, ob das gewollt ist oder ob das einfach nicht richtig aussprechen kann. Einmal aufmachen, bitte. Oh Gott. Okay, fangen wir an. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, oh, sagt die im Labor. Sprungzeugs. Und das funktioniert genauso wie Portale auch, einfach mit mehr Bums, ja. Das sind ja eigentlich auch Portalrätsel, da frage ich mich. Also dieses Gel ist ja wohl älter als die Portal Gun. Ich glaube, so ergibt das keinen Sinn, diese Testkammern. Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Oh, der Typ, der die Monologe hier geschrieben hat, ist ein absolutes Genie. Wie komme ich weiter? Komme ich weiter, habe ich gefragt. Da. Wie komme ich weiter? Hier. Ein Büro. Warum auch immer ich hier sein sollte. Kann ich irgendwas aktivieren? Das sieht so aus, als gäbe es hier was. Aber hier gibt es nicht. Ist das einfach für nichts da? Was soll hier überwacht werden? Du siehst hier doch gar nichts. Verrückt. Ich fühle mich so, als hätte ich was übersehen. Schütte aber nicht. Von da komme ich. Da soll ich ja wohl nicht wieder hin. Ich könnte hier einfach runterspringen. Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikel. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Das sagst du, hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Weihunterschau auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt weg. Ich hab da nicht gesessen. Lüge. Jetzt muss ich warten, bis das Ding wieder zurückfährt. Na los. Da kommt das gute Stück. Warum ist es jetzt kaputt gegangen? Weil es gegen den Fahrstuhl gekommen ist? Bescheuert. Oh, das macht mir nur einen Portalwand auf. Das ist klar. Na, das wird knapp. Lieber noch mal so. Ich brauche einen neuen Kubus. Da ist er auch schon. Man funktioniert das auch bei. Da sterbe ich ja. Ist das auch bei Wänden? Oh ja. Verrückt. Also das Leveldesign glänzt auch sehr. Mal wieder. Ja, jetzt hör doch auf. Ja, und nun? Ist einfach die Tür auf, oder? Ach ne, noch eine Portalwand, alles klar. Ich wollte gerade speichern drücken, aber ich glaube, das ist hier nicht nötig. Wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Menschenknochen? Oh Gott.
Das mit dem G war auch ein Studentenprojekt. Du kannst dir sicherlich denken, was Valve gemacht hat. Einfach alle aufgekauft. Also gibt's keinen Portal 3, weil es keine Studenten mehr gibt. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Ich geb dir Bescheid. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Na, ich stand auch schon mal in Asbestwolk. Ich bin gespannt, ob sich das noch äußert. Da ist eine Wand. Die sind aber auch schwer zu sehen. Was habe ich jetzt hier wieder davon? Ist das jetzt dafür da, dass ich darüber gucke oder? Weil da kriege ich auch keine Wand hin und die gibt es auch nicht zum Runtersprengen. Dann wo eher hier. Oh. Ich hab's trotzdem mit der Hand. Oh, Hilfe. Warum habe ich da früher noch nicht drüber gelacht? Das Spiel bringt nicht rum. Ich wurde einen Zurückstoß gespritzt. Wo? Da. Das kommt da sogar durch. Der Kaffee von vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Calcium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Oh Gott. Wer schreibt sowas? Oh, ich hoffe, das deutsche Team hat da einfach hat das noch ein bisschen aufgehübscht. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das Englisch auch so witzig ist. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Ich hätte so nebenbei erwähnt. Ja, ich glaube, da muss ich das Fisch erstmal hier hinpacken oder so. Reicht das schon, um darauf zu drücken? Ja. Jetzt ist es aus. Stopp. Da habe ich genug Zeit für, ja. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. So, okay, ich schmeiß mich jetzt dahin und dann dahin. Ja. Gut. Schön, wie man die ganzen Röhren jetzt angucken kann. Aber ich bin wirklich verwirrt um den Entwicklungsstand hier. Das scheint so, als hätten die nur die Anlage modernisiert und dann war alles gar nicht mehr so toll. Das funktioniert so, glaube ich, nicht. Also ich kann es versuchen. Jetzt knall ich hier halt gegen.
Und nun? Ich glaube, ich muss wieder nach oben. Aber irgendwo muss ich mich hier hinschmeißen. Das steht fest. Was sehe ich denn hier noch? Da komme ich überall nicht ran. Sind noch irgendwo... Wo komme ich da unten ran? Ja. Und jetzt muss ich schon ältere Level benutzen, um weiterzukommen. Himmel. Na, ich verteile das mal ein bisschen großflächiger nachher. Geht das nicht als getroffen. Oh, jetzt aber darunter. Na. Nicht irgendwo random runterspringen. Brauche ich noch mehr von der Ritze? Was habe ich denn jetzt davon, hier zu sein? Hier soll ich nicht runter. Oh, da sind Dinge. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die ihnen Löcher in ihre roten BHs brennen könnten. Die waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur der Eifer könnte größer sein. Na los, hacken wir es an. Oh, ich hätte ihn gern persönlich kennengelernt. Also virtuell persönlich. Nur wie man Astronaut oder Goldschürfer, was ist das überhaupt für eine Kombination? Bleib stehen, du Scheißwürfel. Ich muss ihn wahrscheinlich erstmal sauber machen, weil sonst geht er gleich wieder ab. Bevor hier gleich alles wieder durchdreht. Das ist ein Holzwürfel, oder? Der ist geflackert. Was habe ich jetzt? Achso. Auch Zeugs. Ja, war alles besser. Ja, früher konnte man auch Goldschöpfer und Astronaut sein. Erinnere ich mich da nicht dran. Oh Gott, als Schüler hat man das irgendwie nicht so gecheckt alles. Glückwunsch. Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn das ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Wir sind doch noch nicht fertig. Sie ist ein Schatz. Ja, alle weiter, dann. Oder soll ich jetzt hier so weit durchs Glas schmeißen? Mich wieder durch. Schauen wir mal, muss ich zurück oder so? Gibt's hier einen Nebeneingang? Ich ja darüber. Ich will mehr Nachrichten von dir, Bro. Peter. Okay, dann kriege ich jetzt wohl mehr Zeug. Wieso soll ich da hin wollen? Ich habe nichts davon, hier runterzufallen. Ich sterbe doch nur. Oder auch nicht. Sterbe ich halt nicht. Aber hier komme ich hoch. Und nicht.
scheint nicht hoch genug zu sein. Ja, logisch nicht, wenn nicht. Aber wenn ich da hochgehe, reicht es doch auch nicht. Ich kann ja nirgendwo runterspringen, oder? Nee, eben nicht. Irgendwie das Gel hier raus? Kann ich die Anlage irgendwie in die Luft jagen? Gibt es hier einen Hebel zu ziehen? Nö. Oder sehe ich nur schon wieder irgendwas nicht? Ich kann mich natürlich da auch in die Luft schmeißen, aber... dann falle ich auch wieder ins Nichts. Oder nehme ich einfach eine Tür? Dann gibt es hier doch keine Portalwände. Scheiße. Dieses Emoji verunsichert mich zutiefst. Ich gucke mir die Anlage da drüben nochmal an. Da will ich ja hin. Ich finde hier aber keine Sprungzone. Wenn ich da runter springe, auch nicht. Ich gehe da einfach nochmal hin. Also, das gibt's ja, also muss ja schon die richtige Richtung sein. Ich glaube, ich hab's verstanden. Yay. Diese Doppelrätsel brauche ich immer eine Weile für. Wenn ich im Fallen noch irgendwo im Portal sitzen muss. Einfach alles an. GG, Dankeschön. Das ist so eine verrückte Anlage. Und das baust du irgendwann, keine Ahnung, in den 70ern wahrscheinlich. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 in bar? Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen und genau das seid ihr. Ja, ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Wo will ich denn hin? Will ich überhaupt irgendwo hin? Aber ich muss sagen, einfach nur Black Mesa zu sagen reicht mir nicht unbedingt. Ich hätte gern mehr. Mehr! Reicht es einfach, sich da... Ich habe das Gefühl, das reicht nicht von der Reichweite, oder? Nee. Nicht so richtig. Dann vielleicht einfach das da. Um dahin zu kommen, eher die Höhe. Ja. Hallo. Hallo, wer? Du tötest doch gern. Könntest du, au, diesen Vogel für mich töten? Oh, da. Nein. Au. Oh, danke. Wie auch immer der hier runterkommt. Wenn ihr nicht bald jemand vom Netz trennt,
Kriegen wir hin. Die Waffe enthält Magnesium. Hey, wo sind wir? Wie lange war ich weg? Gut zu wissen. Das halbe Zusatzgold vollbringt auch keine Wunder. Wenn ich zu viel nachdenke, frittiere ich die Kartoffeln, noch ehe wir alle als Atompilz verkochen, den dieser kleine Idiot noch... Willst du was sagen? Nee, sie will nichts sagen. Ich auch nicht mehr.